Seelenlinse ist schon ganz schön angeschlagen, deswegen nehme ich das Schild. So, jetzt da ich mein ganzes Set voll habe, mal zusammen, so, mache ich mich auf den Weg. Ohne Tränke. Da, ich könnte da mein Schicksal neu Dinges nochmal neu skillen, aber nö. 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 Gutflow ist hier oder wie? Am Ende des Tores ist es. Ich nähere mich den 2 Stunden. Ich hab's vorausgesehen. Ich werde wohl ein bisschen länger brauchen, vielleicht jetzt noch insgesamt 2,5 Stunden vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wenn ich Gutflow gut erledige, nicht oft dabei sterbe, dann schaffe ich es vielleicht sogar noch in den nächsten 15 Minuten. Bitte entschuldigt, dass ich nicht in der Lage war, an der Schlacht teilzunehmen. Ventrino hat mir ein wenig Schwierigkeiten bereitet. Er hat mich angegriffen. Es war nur eine Frage der Zeit, dass ihn seine Gier überwältigen würde. Aha. Je näher wir Bael kamen, desto besessener von Tier noch wurde er. Und davon, genau wie Gutflow, über Tier nochs Macht zu gebieten. Deshalb musste er aufgehalten werden. Und deshalb müssen wir uns auch über unsere Mission unterhalten. Unsere Mission? Ich soll euch verraten haben? Nein! Ihr habt die Mission vergessen, als ihr gestorben seid. Unsere Zeit wird knapp. Ich erkläre es euch unterwegs. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Ich muss hier lang. Okay, dauert doch noch ein wenig länger, weil hier Zeitschinden vom Feinsten betrieben wird. Seite, genau wie in den alten Zeiten, bevor ihr gestorben seid. Wieso gehen die One-Hit down? So schwach geworden. So wie in alten Zeiten. Durch dieses Set bin ich wohl übermächtig geworden. Das ist ein Ende. Das sieht doch geil aus, ey. Wird geheilt. Oh mein Gott, jetzt. Er wird geheilt, ey. Nicht ehrlich. Der Ruf des Winters war. Ihr und ich, wir haben eine Pflicht, die seit Jahrhunderten erfüllt wurde. Wir bewahren die Welt vor ihrer Vernichtung. Durch Gier, durch Kriege. Und durch Tieren. Die alte Bestie muss eingesperrt bleiben, um jeden Preis. Die Welt darf niemals erfahren, über welche grauenvolle Macht hier noch gebietet. Aha. Denn dies war der Tag, an dem Gutflow den. Die sind also Wächter. Sind irgendwelche Wächter. Als sich Gutflows Armee erhob, erkannten wir Tiernochs verdorbenen Einfluss. Nur eine Macht wie sie konnte Wesen der Ewigkeit wie die Feien vergiften. Und so fiel es euch zu, nach Alabastra zu gehen, Tier noch aufzuspüren und sie für alle Zeiten einzusperren. Ihr habt Ventrino. Jo. Wenn ihr Tier noch nicht aufhalten könntet, ihr musstet es versuchen, auch wenn die Schicksalsweber sagten, ihr wärt zum Scheitern verdammt. Und wie immer hatten die Schicksalsweber kein schriller Vogelgesang. Kein hitziges Wort konnte seinen Weg durch die Äste finden. Es herrschte Ruhe. Diese Chakrams, ne? Die machen in Gruppen so viel Schaden. Die Äxte der Tuata zerschlugen den Wald, um Pfeilschäfte zu schnitzen. Als ich euch in Dalentau fand und begriff, dass ihr wieder ins Leben zurückgekehrt wart. Und Schreie des Krieges erfüllen seine Wippen. Jetzt mal muss ich ein bisschen Sachen wegschmeißen. Das kann weg. Das kann auch weg.
Ich trinke es einfach. Wieso? Wieso schmeiße ich das denn weg, ey? Wieso? War ich mir nicht sicher, an wie viel ihr euch erinnert. Ich konnte mir nicht sicher sein, dass ihr unsere Geheimnisse bewahren würdet. Aha. Ich hatte darüber nachgedacht, euch auf der Stelle zu töten. Es war nichts Persönliches. Ihr hättet dasselbe auch mit mir gemacht. Nö. Doch dann erkannte ich, zu was ihr geworden wart. Ich erkannte, über welche Macht ihr gebietet. Und ich erkannte, wie nützlich ihr sein könntet. Sie hat mich benutzt. Sie erkannte, wie nützlich sie selbst sein könnte. Ich bekomme gar keinen Schaden mehr durch die neue Rüstung. Ich habe HP weg wie sonst was. Ach nee, gar nicht. Das ist ja ein Trick. Danke. Danke, hör mal. Die Zeit ist gekommen. Dann doch vor Tau, jemand einmal. Wie geil. Bây giờ mới đi được chứ. Ngày mai đi. Als ich erkannte, dass ihr das Schicksal ändern könnt, wusste ich, dass ihr unsere einzige Möglichkeit seid. Also habe ich euch geholfen, eure Mission, Tier noch aufzuhalten, fortzusetzen. Auch wenn ihr sie vergessen hattet. Mir ist jedoch im Laufe der Zeit klar geworden, dass ihr nicht mehr derselbe Mann seid wie vor eurem Tod. Ihr seid mehr. Ihr seid besser als der herzlose Kommandant, den ich... Als ihr das letzte Mal hier wart, wart ihr dazu bestimmt zu sterben. Dieses Mal liegt euer Schicksal allein bei euch. Das war meine Mama. Aber das ist kein Problem für euch, denke ich mal. Dann hört ihr mal ein bisschen fremde Sprache. Erbärmlich. Oder konntet ihr auch besser wie heißt sie? Alyn Shiel zuhören. Jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Mission endlich abzuschließen. Machen wir Gutfloh ein Ende, bevor sein Pakt hier noch befreit und sie auf die Welt loslässt. Der Hof des Winters. Es muss schwer für euch sein, so vieles auf einmal zu verarbeiten. Nö. Aber ich muss sicher gehen, dass ihr euch darüber im Klaren seid, wer ihr seid und was ihr tun müsst. Es hat sich vieles verändert, seit ihr zuletzt hier wart. Diesmal wird es nicht so leicht sein. Und ihr seid schon beim letzten Mal gestorben. Aha. Unsere Aufgabe war es, Tier noch vor der Welt verborgen zu halten. Jeder, der zu viel herausgefunden hatte, musste sterben. Aber als Gutfloh sie fand, wart ihr derjenige, der sich freiwillig dafür meldete, ihn zu töten und Tier noch erneut einzusperren. Obwohl euch das Schicksal zum Scheitern verurteilt hatte. Wir mussten alle Register ziehen, um euch beim ersten Mal hierher zu bringen, und dennoch seid ihr gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr vorhattet, wieder ins Leben zurückzukehren, aber so wie ich euch kenne, würde es mich nicht überraschen. Okay. Ach, sie ist eine Kreatur mit unermesslicher Macht, ein Drache. Aber sie ist nicht einfach nur eine Echse aus irgendeiner Kindergeschichte. Ihre Macht kommt der von Göttern gleich. Vor tausenden von Jahren wurde sie hier in Amethyn von den alten Alphar zwischen dieser Welt und der Welt der Magie eingesperrt. Und dort ist sie wahnsinnig geworden. Als ihr Gefängnis im Laufe der Zeit jedoch schwächer wurde, war sie in der Lage, Gutfloh zu verführen. Er sollte ihr helfen, genügend Macht zu sammeln, damit sie sich befreien konnte. Und wenn sie wirklich vollständig entkommt, wird dies das Ende allen sterblichen Lebens bedeuten. So wird sich Tier noch für zehntausende Jahre der Gefangenschaft rächen. Aus diesem Grund widmen Leute wie ihr und ich ihre Leben der Aufgabe, Tier noch vor der Welt verborgen zu halten. Jeder, der die Wahrheit über Tier noch kennt, wird tot und Tier noch selbst wird wieder eingesperrt sein. Und wir können zu unserer Aufgabe zurückkehren, dieses Wissen geheim zu halten. Zumindest, wenn ihr euch dafür entscheidet, dieses Leben wieder aufzunehmen. Solltet ihr euch jedoch weigern, werde ich dafür sorgen müssen, dass ihr die Wahrheit über Tier noch niemals erzählen könnt. Es wäre mir natürlich lieber, wenn es nicht dazu käme. Aber ihr hättet dasselbe getan. Vielleicht. Was seid ihr? Ein vernarrter Halbwüchsiger?
Wenn ihr unsere Zeit damit vergeuden wollt, mich sehnsuchtsvoll anzustarren, werde ich uns diesen Ärger mit Freuden ersparen, indem ich euch gleich jetzt die Augen rausreiße. Um unsere Welt zu retten, muss Gadflo sterben und hier noch eingesperrt werden. Und da ihr der Einzige seid, der das vollbringen kann, wäre es vermutlich besser, wenn ihr etwas sehen könntet. Und jetzt rein da mit euch. Und versucht, euch nicht erneut umbringen zu lassen. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Ich hab nicht vor, nochmal zu sterben. Ich hab das nicht vor. Jetzt bin ich im Hof des Winters. Ihr begreift es nicht, oder? Na? Wie macht ihr noch? Es ist kurz vor zwei Stunden, vor der zweiten Stunde. Wo ist denn der Richtige? Da. Minen, Tretminen. What the f... Zack. Hab ich ihm zwei Schläge verpasst. Zack, 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 zack. Die Zeit ist gekommen. Ich hab schon ein Viertel abgezogen, das ist schon mal gut. Und er kann gar nichts gegen machen. Außer das. Jo, jo. Wo ist denn der Richtige? Da ist er. Da ist er. Mann, so viel Schaden. Mann. Der macht aber ganz schön viel Rums. Rappelt schon, wenn er dafür schlägt. Tretminen. Ups. Und? Wo ist der? Wo ist der Richtige? Ich weiß nicht. Wo ist der? Ach, da. Der mit dem blauen Schimmer. Ich bin fast tot. Konsumgüter. Habe ich irgendwas? Komm schon. Ich hau alles rein, ey. Ach, komm. Wenn ich eh jetzt sterbe mit dem nächsten Treffer, dann hau ich jetzt einfach rein, ey. Jo. Ich hab's überlebt. Ich hab ihn hier in die Ecke gedrängt. Zack. Jo. Eine Illusion? Habt ihr das gesehen? Ja. Wenn Gadflo nicht hier ist, muss er sich irgendwo tiefer unter der Erde verstecken. An irgendeinem Ort, der näher an der Quelle des Prismeer liegt. Ihr müsst nicht versuchen, mich zu beeindrucken, wisst ihr? Nicht mehr. Außerdem wird unsere Zeit knapp. Welchen Pakt Gadflo auch mit hier noch geschlossen hat, er beginnt sich für sie auszuzahlen. Und wenn das geschieht, wird die Welt ihren Zorn zu spüren bekommen.